Lukas 24, 13 bis 24. Die Emmausjünger. Siehe, zwei von den Jüngern Jesu gingen an demselben Tage in ein Dorf mit Namen Emmaus, und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Es geschah, als sie so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde, und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von denen, die mit uns waren, gingen hin zum Grab und fanden so, wie die Frauen sagten. Aber ihn sahen sie nicht. Liebe Gemeinde, wir müssen offen reden. Es gibt schmerzhafte Enttäuschungen im Leben als Christ, in der Begegnung mit Christen oder auch mit der Kirche. Ja, es gibt natürlich auch enttäuschende Erfahrungen mit mir selbst und sogar mit guten Freunden. Aber ganz besonders schwer wiegt es, wenn wir von Gott enttäuscht sind. Und darum geht es jetzt. Nach der Kreuzigung und dem Tod von Jesus haben sie noch abgewartet. Er wurde ins Grab gelegt und sie blieben in Jerusalem. Und dann kommen am dritten Tag die Frauen und berichten, dass sie beim Grab waren und den Leichnam Jesu nicht gefunden haben. Einige der Jünger gehen zum Grab und sie bestätigen, was die Frauen erzählt hatten. Aber auch sie sahen Jesus nicht. Da machen sich die beiden auf. Sie bleiben nicht länger. Sie gehen nach Hause. Sie geben nichts mehr drauf. Die Sache mit Jesus ist vorbei. Sie sind sich sicher, da kommt nichts mehr. So ist es halt. Da kann man nichts machen, würden wir vielleicht sagen. Aber ganz hat sie das, was sie da bei Jesus erlebt haben, noch nicht losgelassen. Sie erzählen, diskutieren, stellen sich Fragen und reden darüber. Sie sind so vertieft, dass sie gar nicht erkennen, wer sich auf dem Weg zu ihnen gesellt. Und als er sie fragt, erzählen sie freimütig die ganze Geschichte ihrer Enttäuschung. Sie sagen: Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Jesus hatte von der Auferstehung am dritten Tag geredet. Der war nun gekommen und keiner hat ihn gesehen. Vielleicht wollten auch Sie, liebe Gemeinde, Gott schon sehen. Sehen, wie er eingreift, heilt, beschützt, befreit, verhindert. Aber Sie haben das nicht erlebt. Die Zeit ging weiter. Der Schmerz hielt an. Vielleicht wurde er sogar noch größer. Sie haben gebetet, geglaubt, gehofft, aber Gott schwieg und ließ sich nicht finden. Ein besonderes Moment dieser Geschichte ist, dass die beiden sich schon fast beklagen, dass die anderen Jünger Jesus, den Lebenden und Auferstandenen, nicht gesehen hatten. Und selbst erkennen sie nicht, dass er mit ihnen unterwegs ist und neben ihnen läuft. Das bedeutet etwas für uns, die wir von Jesus enttäuscht sind oder enttäuscht waren. Es bedeutet, Jesus wendet sich von den Enttäuschten nicht ab. Wie gesagt, vielleicht sind sie gar nicht von Gott enttäuscht, sondern von anderen Menschen oder sogar von sich selbst. Und deshalb sind sie nicht bei Jesus geblieben, haben sich zurückgezogen. Die Zusage, die sie unbedingt hören müssen, ist: Gott zieht sich nicht von ihnen zurück. Mir selbst bedeutet das sehr viel, dass Jesus sich nicht von mir zurückzieht und mich nicht aufgibt, auch wenn ich enttäuscht bin, wenn ich nicht zurechtkomme mit dem, wie er handelt. Stimmt,
Es gibt schmerzhafte Enttäuschungen, das weiß Jesus auch. Aber gerade deshalb ist er mit den beiden unterwegs. Wie in einem Kreisverkehr ohne Ausgang, denken Sie darüber nach, wie Gott Ihre Hoffnungen so sehr enttäuscht hat. Und Jesus kommt und öffnet Ihnen die Augen für das, was er für uns getan hat. Und was er für uns gerade tut und was er noch tun wird. Er bricht den Kreis der Gedanken, in dem die Enttäuschten Gefangenen sind, und zeigt ihnen, es wird sich eine andere, noch viel tiefere Hoffnung erfüllen. Und sie werden bezeugen, wir haben den Herrn gesehen. Und wir? Wir müssen offen mit Jesus reden. Wir können nur beten und ihm unsere Enttäuschungen und Hoffnungen sagen und ihn bitten, dass er uns die Augen öffnet für das, was er für uns tat und tut und tun wird. Amen. Wir beten, Jesus, ich gebe dir meine Enttäuschungen. Ich brauche dir nichts zu erklären. Du weißt, warum sich meine Gedanken drehen. Ich vertraue sie dir an und bitte dich, führe meine Gedanken, dass sie deine Liebe finden. Jesus, ich gebe dir meine Hoffnungen, die sich nicht erfüllt haben. Es schmerzt mich sehr. Ich kann es nicht verstehen. Aber ich vertraue sie dir an und bitte dich,
Führe meine Gedanken, dass sie neue Hoffnung finden. Nichts ist dir zu groß und nichts ist dir zu schwer. Ich weiß um dein Erbarmen. Darum bitte ich, öffne meine Augen für deine Gegenwart und für das, was du für mich tust. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.